Hi, ich begrüße dich. Hier ist Steffen Kirchner. Schön, dass du wieder reinschaust und heute Lust hast, mehr zu erfahren, und zwar über die 6 Phasen zum Erfolg. Denn es gibt 6 Stufen in der Evolution eines Erfolges, die wir Menschen immer und immer wieder durchlaufen müssen. Und wenn du diese 6 Phasen kennst, dann tust du dich auch deutlich leichter, diesen Prozess wirklich durchzuhalten bis zum Schluss. Viele Menschen kennen diese Phasen nicht und dann ist die Wahrscheinlichkeit deutlich größer, dass sie in der einen oder anderen Phase den Mut verlieren, dass sie zweifeln, dass sie dann aufgeben. Und deswegen gebe ich dir heute diese 6 Phasen bis zum wirklichen Erfolg mal mit, damit du weißt, wo du dich gerade in deinem Prozess befindest und somit auch die richtige Entscheidung triffst, um weiterzugehen und auch die richtigen Maßnahmen ergreifst, beziehungsweise auch mit den Schwierigkeiten, die sich in der einen oder anderen Phase ergeben, richtig umgehen zu können, sie richtig bewerten zu können. Und du weißt ja, es ist nicht entscheidend, was uns passiert in der einen oder anderen Phase, es ist entscheidend, wie wir mit dem umgehen, was uns passiert, gerade was auch unser Umfeld betrifft. Denn du musst dir bewusst machen, immer wenn du dich für ein neues Ziel entscheidest, ja, wenn du wirklich einen Entschluss fasst und ja, auf ein Ziel zugehst, ein Ziel verwirklichen willst, dann gibt es aus deinem Umfeld viele Störfaktoren, die es dir nicht unbedingt immer leichter machen, dorthin zu kommen. Das heißt, es gibt keine Rolltreppe zum Erfolg, es gibt auch keinen Aufzug im Erfolg. Es gibt meistens eher viel Gegenwind. Aber das macht nichts. Deswegen gibt es ja dieses Wissen jetzt, diese 6 Phasen, damit du diesen Gegenwind gut nutzen kannst, um immer mit frischer Luft um die Nase deine Ziele zu erreichen. Also, lass uns starten. Was ist die erste Phase des Erfolgs? Die erste Phase des Erfolgs ist die Ignorierungsphase, so könnte man es nennen. Immer wenn du dich für ein Ziel entscheidest, wenn du irgendwo hinkommen willst, wenn du ein Projekt anpackst, dann wirst du in der ersten Stufe in der Regel erstmal ignoriert. Warum? Weil sich die meisten anderen Menschen überhaupt nicht für dein Ziel interessieren. Auch nicht für dein Verhalten interessieren, weil sie dich vielleicht auch gar nicht so bewusst wahrnehmen und weil sie sich denken, hä, was macht der oder die denn jetzt gerade? Egal, das wird schon wieder. Also gerade wenn Leute von einem Seminar zum Beispiel zurückkommen oder ein Buch gelesen haben und dann auf einmal ihre Ernährungsgewohnheiten verändern oder ihre Sprache verändern oder bestimmte Rituale eben ja, beginnen oder vielleicht auch bestimmte negative Gewohnheiten abstellen, dann ignorieren das die Leute meistens erstmal so, wenn es gar nicht da wäre. Ja? Weil sie auch davon ausgehen, dass das nicht nachhaltig ist, was ja oftmals auch in der Wahrheit, in der Realität der Fall ist. Das heißt, geh davon aus, dass du am Anfang weder beklatscht wirst, du wirst in der Regel erstmal ignoriert. Dann kommst du aber meistens sehr schnell in die zweite Phase. Und die zweite Phase ist die Auslachphase. Also in der zweiten Phase des Erfolgs wirst du ausgelacht von vielen Menschen. Das heißt, die versuchen sich jetzt irgendwie über dich lustig zu machen. So nach dem Motto, wenn das doch so einfach wäre. Was hast du vor? Wie soll denn das gehen? Und du willst es schaffen, wenn das so einfach wäre. Wo kämen wir denn da hin? Ja, wo kämen wir denn da eigentlich hin? Ich sage immer, wo kämen wir denn eigentlich hin, wenn keiner mal ginge, um nachzuschauen, wo wir eigentlich hinkämen, wenn wir uns nur mal gehen würden. Aber okay, viele Leute lachen dich aus und wollen dich damit auch ein Stück weit verunsichern. In Wahrheit ist das ein Ausdruck ihrer eigenen Unsicherheit, denn sie möchten dich ja deswegen verunsichern, damit du nicht etwas tust, was sie selbst verunsichern würde. Das heißt, diese Menschen finden das seltsam, finden es vielleicht verrückt, finden es komisch oder unrealistisch, nicht weil du es nicht erreichen kannst, sondern weil sie es selbst vielleicht für sich nicht möglich halten, dass es zu erreichen ist. Also, nachdem du ignoriert wirst, wirst du in der zweiten Phase ausgelacht und damit kommst du dann schon, wenn du weitermachst im Prozess, sehr schnell in die dritte Phase. Denn die Leute fangen zwar am Anfang an, das noch auf die leichte Schulter zu nehmen, das ein bisschen lächerlich zu machen, aber wenn du dann weiter dran bleibst, wenn du dann weiter durchhältst und deinen Weg weitergehst, dann fangen die Leute in der dritten Phase an, dich zu kritisieren. Sie sagen, hey, überleg doch mal, das ist doch ein Quatsch, warum machst du es und mach doch das wie alle anderen oder das ist doch ein Blödsinn oder du verrennst dich doch da in was und es geht doch nie. Und überleg mal, wie viel Zeit das kostet, wie viel Geld das kostet, ob das was bringt und so weiter und so fort. Das heißt, du wirst kritisiert. Jetzt fangen die Leute tatsächlich richtig intensiv an, dir ja, die ersten Steine in den Weg zu legen. Und da gibt es dann ja, einen fließenden Übergang zur nächsten, zur vierten Phase. Denn wenn du auf die Kritik nicht eingehst, wenn du dich der Kritik nicht annimmst, wenn du jetzt nicht anfängst, mit den Leuten zu diskutieren und dich zu verteidigen und die anderen zu belehren und die anderen zu überzeugen, wenn du einfach weiter deinen Weg gehst,
kommst du sehr schnell in die vierte Phase. Und die vierte Phase ist die Phase, wo du jetzt sogar bekämpft wirst. Nachdem du erst ausgelacht, dann eben kritisiert und jetzt eben bekämpft wirst, kommst du in die fünfte Phase. Aber die vierte Phase ist meistens die entscheidende Phase, wo die meisten Leute aufhören. Sie kommen gar nicht in diese fünfte Phase, weil sie jetzt nämlich den Schwanz einziehen. Weil sie sich jetzt denken, jetzt wird es zu eng, jetzt verliere ich vielleicht auch Menschen an der Stelle. Jetzt muss ich mich ja mit den anderen auseinandersetzen, auf einmal, weil die mich so bekämpfen. Und da gibt es diesen schönen Satz, kämpfe nie mit einem Schwein, denn ihr werdet beide dreckig, aber das Schwein hat Spaß daran. Also mach dir jetzt bewusst, jetzt ist in dieser Bekämpftwerden-Phase entscheidend, dass du deinen Fokus behältst. Jetzt ist wichtig, dass du fokussiert bleibst, was ist das, was du wirklich willst, was ist dein Ziel, was ist dein Projekt. In dem Moment, wo andere dich bekämpfen, ziehen sie die Aufmerksamkeit auf sich. Und wenn du jetzt anfängst, mit den anderen zu kämpfen und zu diskutieren, wenn du da den Großteil deiner Aufmerksamkeit, Zeit und Energie lässt, hast du meistens, unabhängig von dem, ob du die Kämpfe gewinnst oder verlierst, du hast meistens keine Energie mehr oder nicht mehr genügend Energie und Zeit und Aufmerksamkeit, um deine Ziele weiter zu verfolgen. Und dann bleiben die Leute oftmals auf einem bestimmten Erfolgslevel stehen und die Bekämpfer und Kritisierer, ja, die bekommen auf einmal das Oberwasser, weil sie sagen, siehste, habe ich doch gesehen, habe ich doch gesagt, dass das nicht funktioniert, das ist alles ein Schwachsinn. Sie bringen auf einmal 3, 4, 5 Beispiele von Geschichten von anderen, wo das auch nicht funktioniert hat, was ein Quatsch ist und so weiter und so fort. Also, die Bekämpftwerden-Phase, also die Bekämpfungsphase wäre der richtige Begriff, das ist die entscheidende Schlüsselphase. Mach dir immer bewusst, wenn du das Gefühl hast, dass nichts mehr geht, wenn du das Gefühl hast, dass du kurz vorm Ende bist, kurz vorm Aufgeben und die ganze Welt auf dich einprügelt, in diesem Moment ist dein Sieg nahe. Denn jetzt bist du nur noch einen kleinen Schritt von der nächsten Phase entfernt. Und das ist diese fünfte Phase. Die fünfte Phase ist die Phase der Bewunderung. Denn jetzt bist du durch diesen Widerstand, durch diese Mauer durchgegangen, du bist durchgebrochen, hast deinen Durchbruch erreicht und du hast Erfolge. Du hast die ersten nennenswerten Erfolge. Es ist jetzt nicht mehr alles so schwer, sondern jetzt geht es ein bisschen leichter. Die ersten Leute sind auch begeistert vielleicht von der Sache, die du so tust, weil du eben messbare Erfolge auch erzielt hast, weil man es sehen kann, weil es Beweise gibt für deinen Erfolg, für dein Durchhaltevermögen, für dein Ziel, für das, was du eben erreichen wolltest. Und jetzt werden aus den Kritikern oftmals übrigens auch die ersten Fans und Bewunderer. Gerade diejenigen, die dich früher kritisiert haben, kommen jetzt oftmals und sagen, siehst du, habe ich dir gleich gesagt, dass es gut ist. Ich habe an dich geglaubt. Das ist verrückt. Und auf der anderen Seite kommen die ganzen Leute, die dich bisher auch immer ignoriert hatten oder vielleicht ausgelacht hatten, auch aus den Löchern. Ja, und sagen dir auf einmal auch, Mensch, toll, jetzt kommen die Schulterklopfer. Aber natürlich nicht nur die, sondern es kommen auch Menschen jetzt mit echter Wertschätzung, die ja von deinem Ziel profitieren, die Respekt haben vielleicht auch für dich, für die du vielleicht auch ein Vorbild warst. Und das ist interessant, jetzt die fünfte Phase ist die erste Phase, wo du auch mal durchschnaufen kannst, wo du es genießen kannst. Die Bewunderungsphase gibt dir die Akzeptanz und Bestätigung, ja, es hat sich gelohnt. Also, mach dir das bewusst, in den ersten 4 Phasen ist es ein bisschen zäh und die Anstrengung, dieses Anstrengungslevel steigt auch tatsächlich an. Man fängt ja oftmals noch so mit ein bisschen Euphorie an und dann, am Anfang wird man eben nur in Anführungszeichen ignoriert, vielleicht ausgelacht, aber die Euphorie trägt einen so ein bisschen drüber. Aber spätestens, wenn man in Phase 3 und 4 kritisiert und bekämpft wird, ist die Euphorie schon so ein bisschen weg. Der Alltag hat einen so ein bisschen gefangen. Misserfolge stellen sich vielleicht auch ein, Schwierigkeiten. Andere Leute machen es einem auch noch schwieriger. Und das ist diese entscheidende Phase. Das ist praktisch der Schlüsselmoment, wo es darum geht, jetzt noch diese nächsten Schritte vorwärts zu gehen. Jetzt haben wir aber vorhin von 6 Phasen gesprochen, nicht von 5 Phasen. Wir sind ja erst in der 5. Phase. Die 5. Phase war jetzt, wie gesagt, die Phase der Bewunderung. Und die 6. Phase ist eigentlich eine ganz spannende neue Phase, denn die 6. Phase ist die Phase, wo du kopiert und nachgemacht wirst, im positiven Sinne, oder vielleicht sogar auch beneidet wirst, im negativen Sinne. Das heißt, nach der Bewunderungsphase kommt oftmals auch der Neid. Also der Neid ist ja die höchste Form der Anerkennung und der Bewunderung, so heißt es immer. Das heißt, es kann jetzt eine negative Form vom Neid auch kommen, was eine Bestätigung sein muss für dich. Denn Menschen, die dich beneiden, beweisen ja mit dem Neid ihre Bewunderung für dich. Das ist eine gesteigerte Form von Bewunderung, weil sie eben etwas gerne hätten, was du hast. Weil sie gerne jemand wären, der du schon bist. Weil sie gerne etwas bekommen würden, was du schon
lange bekommst. Und weil sie vielleicht auch gerne was erreichen würden, was du erreicht hast. Also, Neid kann eines sein und natürlich kann auch das andere sein, dass du jetzt kopiert wirst, dass du nachgemacht wirst. Das kann vielleicht zum Beispiel im Produktbereich oder im Dienstleistungsbereich auch negativ sich mal anfühlen. Aber mach auch hier dir bewusst, das ist eine Form von Anerkennung. Und auf der anderen Seite vielleicht auch im positiven Sinne wieder eine Bestätigung. Denn erst wenn du nachgemacht wirst, wenn Menschen es dir gleich tun, ist das ja ein Beweis dafür, dass andere Menschen von dir inspiriert sind und jetzt die gleichen Dinge versuchen. Es gibt also keine größere Bestätigung für deinen Erfolg, wie wenn du beneidet oder kopiert wirst. Okay, das sind die 6 Phasen, die 6 Stufen zum Erfolg. In welcher Phase befindest du dich gerade? Schreib mir mal das unten in die Kommentare hier bei YouTube rein und ja, lass uns einfach mal drüber sprechen. Wo stehst du gerade in Phase 1, 2, 3, 4, 5 oder vielleicht sogar schon 6? Welche Phasen hast du schon mal erlebt? Und was hat dir vielleicht geholfen, dass du von der 3. und 4. Phase dann durchgebrochen bist in die 5. und nicht aufgegeben hast? Ich bin gespannt auf euer Feedback, ob ihr das kennt und würde mich riesig freuen, wenn du dieses Video mit vielen Menschen, die sich gerade in diesem Prozess befinden und vielleicht gerade auch in Phase 2, 3 oder 4 sind, wenn du das mit diesen Menschen teilen willst, um sie zu ermutigen, denn das ist der Grund, warum ich diese Videos hier für euch mache. Ich möchte möglichst viele Menschen jetzt erreichen. Und vergiss nicht, diesen Kanal hier zu abonnieren. Denn wenn du den Kanal abonnierst, wirst du automatisch daran erinnert, wenn neue wertvolle Videos mit wertvollem Content von mir wieder hochgeladen werden. Also, ich freue mich auf eure Rückmeldung, auf die Kommentare, auf die Diskussion und natürlich über dein Teilen meiner Inhalte. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Steffen Kirch.